Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich mit euch über die AirPods of Thailand Aktie sprechen, warum ich denke, dass es ein sehr, sehr interessanter Titel ist, warum es für mich auf jeden Fall ein absoluter Wachstumstitel ist, und ob es sich dann eben lohnt, da rein zu investieren und nicht. Wie immer natürlich am Anfang, das ist keine Anlagenberatung, das ist nur meine persönliche Meinung und ihr könnt am Ende selbst entscheiden, was ihr mit eurem Geld macht oder auch nicht. Kommen wir einfach mal dazu, was ist die AirPods of Thailand Aktie? Im Prinzip steckt es schon im Namen drin. Das ist der Zusammenschluss, ja, von allen Flughäfen in Thailand. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Vielleicht erstmal vorab, warum das Sinn macht. Thailand ist natürlich ein riesengroßes Touristenziel. Ja, weltweit ist es einfach ein beliebtes Reiseziel für viele, viele Menschen. Und deswegen gibt es eben auch ein paar große Flughafen, die dann eben, wenn die Lage in der Welt normal ist, dann eben sehr, sehr viel angesteuert werden unter dem Jahr. Deswegen relativ lukrativ und dieses Land lebt eben auch sehr stark vom Tourismus. Das heißt, wir haben hier im Prinzip eine Firma, die eben alle Flughäfen in Thailand vereint. Und da gibt es jetzt eben mehrere Dinge, die interessant dabei sind. Die Variante 1, warum das interessant ist, ist ganz einfach. Wir haben quasi keinen Konkurrenzbetrieb. Ja, also es gibt nicht quasi noch eine andere Firma, die auch noch Flughäfen in Thailand besitzt, sondern wir haben hier ein Monopol. Das muss man so sagen. Es ist ein Monopol, weil es eine Firma ist, quasi, die alle Flughäfen im gesamten Land unter einem Dach vereint und deswegen konkurrenzlos ist. Das wäre jetzt zum Beispiel eben auch eine Burggrabenaktie. Ich habe mal ein Video gemacht von den Top 3 Burggrabenaktien, und da war auch AirPods of Thailand eben dabei, weil das ist ein perfekter Indikator dafür, für eine Burggrabenaktie. Wenn eben keine Konkurrenz quasi da ist, dann ist die alternativlos. Das heißt, es kommt nicht nur keiner dran, sondern es kommt noch nicht mal einer hin. Und das ist natürlich par excellence das Ganze. Dann ist noch interessant bei AirPods of Thailand, dass sie eben zu 70% vom Staat gestützt sind, beziehungsweise der Staat hält 70% der Anteile. Und das ist natürlich auch super interessant, wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben ein Monopol, ja, weil wie gesagt, es gibt keine anderen Unternehmen, die nur andere Flughäfen halten und der Staat 70% drin. Dann können wir tatsächlich die gewagte Aussage treffen, aber ist es im Prinzip so, wir sprechen hier von einer staatlich tolerierten und sogar gewünschten Monopolisierung. Und das ist so interessant, weil normalerweise sind ja Staaten sehr bedacht darauf, eben Monopole nicht zuzulassen, damit eben eine Konkurrenzfähigkeit im Land herrscht, damit eben eine Wettbewerbsfähigkeit herrscht. Und hier haben wir jetzt wirklich die Situation, der Staat hier, der thailändische Staat, ist ja gar nicht daran interessiert, noch irgendeine große Konkurrenz aufwachen zu lassen und nebendran wachsen zu lassen. Warum denn auch? Das macht ja gar keinen Sinn für die. Und deswegen ist das nicht nur geduldet, sondern eben auch gewünscht, dass es hier eben eine Firma gibt, ein Unternehmen gibt, das eben alle Flughäfen in sich vereint und eben hält. Und das bringt natürlich noch viele weitere Vorteile mit sich. Einerseits haben wir natürlich den Staat eben, der das toleriert, dass wir eben diese Burggraben-Monopolstellung hier haben. Dann haben wir natürlich dadurch den Vorteil, dass der Staat eben auch finanziert und bürgt für das Ganze, also eine sehr, sehr große Sicherheit. Wenn wir uns in Deutschland zum Beispiel mal Fraport angucken, hier ist der Staat nicht drin, was die Flughäfen angeht. Und da ist natürlich auch die Kapitalisierung und die Sicherheit eine ganz andere. Und das habt ihr eben auch schon mal gesehen, gerade in Krisenzeiten, dass es dann doch ein bisschen schwieriger sein könnte. Hier ist es dann eben nicht ganz so schlimm, weil natürlich der Staat ein bisschen abfangen kann. Wir können uns auch mal den Chart hier mal anschauen. Und wenn wir jetzt mal sehen, dass hier eben, wo die Krise ein bisschen war, ist es zwar auch abgestürzt, aber es ist jetzt nicht total katastrophal abgestürzt. Und das liegt eben einfach daran, dass 70% eben ein ganzer Staat dahinter steht, der das alles ein bisschen abfangen kann. Und deswegen haben wir hier nicht die allergrößten Verluste. Warum finde ich das jetzt so interessant? Wie gesagt, nicht nur, weil der Staat drin ist, weil es total sicher ist und weil es eben konkurrenzlos ist, das sind schon mal sehr, sehr große Faktoren, sondern weil es für mich auch ein totaler Wachstumstitel ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir, sollte diese Situation in der Welt mit dem ganzen Viren und dem Pandemiezeug endlich mal sich normalisieren und vorbei sein, und ich denke, das wird Richtung 2022, 2023 auch endlich mal der Fall sein, dann wird in den Menschen eine totale Reiselust wieder entstehen. Ich meine, es gibt jetzt schon totale Reiselust. Die Menschen haben Fernweh, die wollen wieder verreisen, die wollen andere Länder, die wollen auch dann wieder nach Thailand. Ja, das ist wie gesagt ein beliebtes Reiseziel. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn diese Reiselust, dieser Boom wieder kommt, weil er auch wieder möglich ist, global gesehen, dann wird natürlich auch wieder dieses Land Thailand sehr viel angesteuert werden. Und dann werden natürlich auch wieder viel, viel mehr Gelder fließen, viel mehr Umsatz fließen. Und dann wird auch eben hier das Ganze von profitieren. Deswegen, wir sind gerade bei einem Kurs von 1,63, hat tatsächlich gerade auch ein bisschen zugelegt.
Und deswegen denke ich ganz klar, sobald sich die Weltlage ein bisschen verändert, hier mal wieder ein bisschen normalisiert, wird hier auch wieder der Kurs nach oben gehen. Und Thailand wird auch in den nächsten Jahren immer wieder ein gutes Ziel sein. Es ist eine total beständige und solide Aktie, weil der Staat ja drin ist und der thailändische Staat, der wird jetzt, wenn nicht irgendwas ganz Komisches passiert, auch ein bisschen da sein. Und wie gesagt, die Reiselust wird da sein. Das Land wird nach wie vor ein beliebtes Reiseziel sein. Deswegen nicht nur Sicherheit, sondern eben auch ein tolles Wachstumstitel. Und deswegen auch für mich auch bei einem Preis von 1,63 gerade sprechen wir fast nur vom Penny Stock, oder meiner Meinung nach sprechen wir von einer Penny Stock Aktie. Das heißt, wir können hier eben schön reingehen, ein bisschen was mit ins Portfolio nehmen und das ist für mich auf jeden Fall eine Aktie, wo ich gerne rein investiere, weil sie einfach für mich Sinn macht, aus den gegebenen Gründen. Das war es eigentlich schon zu dem das Unternehmen, wollte ich einfach mal vorstellen. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt und dann sehen wir uns in einem der nächsten Aktienvideos. Macht's gut bis dahin, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, das würde helfen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.